Herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Blumen-Sushi mit austauschbaren Blüten. Blumensträuße sind ja wunderschön, bloß die haben einfach den Nachteil, wenn die kaputt gehen, dann ist immer alles daran kaputt und man muss leider alles in den Mülleimer schmeißen, was ja nach ein, spätestens zwei Wochen immer der Fall ist, so traumhaft wie sie sind. Deswegen habe ich mir was anderes, noch eine Alternative ausgedacht, die man mit Frühlingsblühen machen kann. Ich habe eine Steckmasse genommen, einen Ziegel, also der ganze Ziegel sieht ja so aus, und habe den halbiert. Es quietscht immer ein bisschen, deswegen habe ich das mal vor dem Video gemacht. Und diesen Ziegel kann man entweder mit einem Aspidistra-Blatt von der Schusterpalme, das hält auch sehr, sehr lang, kann man mit so Blättern umwickeln. Ja, das geht zum einen. Oder man kann das, also es muss eigentlich gar nicht nass sein alles. Man kann das einfach umwickeln mit Tillandsienmoos. Ja, kann man auch noch ein anderes Moos, also Moos sollte man beim Floristen kaufen, das darf man nicht im Wald sammeln. Wissen ja auch die meisten. Ich habe jetzt einfach mal ganz lässig und locker dieses Tillandsienmoos genommen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber es macht nichts. So. Und das schlingt man einfach um diesen Moosblock herum. Und damit das hält, würde ich das ein bisschen drahten. Ja, erstmal schön verteilen. Ich nehme einen silbernen Myrtendraht, einen dunklen Draht. Entschuldigung, nicht dunkel, Silber. Gerade sage ich es ja. Sorry. Ich bin, glaube ich, müde von der Arbeit heute. Und Silber nehme ich deswegen, weil ich natürlich dieses Silber auch nicht sehe als Farbe auf dem Tillandsienmoos, weil ich möchte ja den Draht eigentlich gar nicht so stark wahrnehmen. Hier so ein bisschen schimmernd, ja, aber ich will auf jeden Fall keine andere Farbe. Wenn ich das Moos schön fixiert habe und ich habe das Gefühl, dass das gut sitzt, dann nehme ich, streck den Zeigefinger einmal aus, gehe mit dem Draht in die Richtung, aus der ich komme, wickel einmal um den Block rum und habe es auf die Art und Weise zwei Enden, die ich jetzt miteinander verwickeln kann. So, fest ist der Draht. Immer den Draht an der Spule fixieren, ganz, ganz wichtig. Weil wenn der einmal aufspringt und man einmal so einen Draht entwirrt hat, dann weiß man, wovon ich spreche. An der Unterseite, also mich stört es jetzt nicht, wenn es hier so ein bisschen übersteht. Und oben würde ich das ruhig so schön drüber führen, dieses Tillandsienmoos. Und ich habe unglaublich viele Orchideenröhrchen. Und eigentlich dann habe ich gedacht, ich könnte ja mal was Schönes damit machen. Und ich gehe jetzt einfach her und drück diese Orchideenröhrchen in die Steckmasse rein. Sind ein Tick zu lang, sehe ich gerade. Kann sie auch einfach mit der Gartenschere abschneiden. Klar, Gott sei Dank ist mein Kameramann nicht getroffen worden. So sind sie besser. Das andere schneide ich jetzt auch nochmal ab. Das ist ja immer ganz gut, wenn man sich rantastet an die Länge und an die Arbeiten. Vorteil dieser Arbeit ist, der Steckschaum, der wird gar nicht mit Wasser befeuchtet. Der bleibt also haltbar. Das Tillandsienmoos hält ganz toll. Und ich mache Wasser nur in diese Orchideenröhrchen. Und deswegen mache ich jetzt einfach ein paar Orchideenröhrchen hier in den Block rein. Und die lassen sich auch nur mit den Fingern so schön reindrücken. So. Und dann mache ich jetzt mal, wie viel haben wir? 4, 7 Stück mache ich mal rein. Also da kann man wirklich frei wählen. Es gibt auch ein bisschen dickere, ein bisschen dünnere. Da sind also der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie viel man da will. Ich nehme ein paar mehr, weil ich möchte eigentlich auch gern ein paar Blumen reinmachen. Und das, der Vorteil an diesem Sushi ist, die Basis ist haltbar. Das heißt, das geht also alles nicht kaputt. Je nach Lust und Laune kann man natürlich auch ein bisschen schneiden. Aber
Ich mag eigentlich so verrückte Sachen ganz gern. Ich mache mal den Tisch sauber, dass man es auch ein bisschen ordentlicher sieht. Wenigstens der Tisch ist dann ordentlich. So. Und jetzt kommt auch schon das Letzte. Es darf natürlich kein Tillandsienmoos in dieses Loch mit reingehen. So, genau, sonst ist das fort. Jetzt gibt es ein sehr, sehr hilfreiches Utensil, um diese Röhrchen zu füllen. Das ist so eine kleine Laborspritzflasche. Die ist klasse. Und damit kann ich ganz zielgerecht hier auffüllen, weil mit der Gießkanne komme ich wahrscheinlich nicht drum rum. Da habe ich eigentlich keine Chance. Jetzt fülle ich erstmal auf, bevor ich hier die Blüten einstecke und auch zum Nachfüllen, weil die Blumen brauchen ja auch Wasser. Auch zum Nachfüllen ist es natürlich ein super brauchbares Teil. Empfehle ich sehr. Suche ich euch auch noch einen Bestelllink raus. So, nachher können wir auch noch ein bisschen Moos dazwischen machen. Aber jetzt geht es erstmal um die Blumen. Ich würde als Grün so ein fädriges Grün reinstellen. Das dann so ganz lockerlässig schwingt. Ruhig mittig etwas höher, das bietet sich immer an, und an den Seiten ein bisschen flacher. Schön ist auch, wenn es hier so ein Blättchen, Galaxblättchen, also es ist, auch hier lebt es einfach von der Abwechslung, und das ist sehr schön. Das muss gar nicht so uniform sein, und die Basis ist dann schon mal ganz locker lässig ausgegrünt. Mit ganz, ganz wenigen Mitteln. Ich habe hier eine Vase mit Frühlingsblühern mitgebracht. Ornithogalum, auch Milchstern genannt oder auch Gärtnerschreck. Gärtnerschreck deswegen, weil wenn die Kunden das kaufen, dann kommen die so lange nicht mehr zum Floristen. Und weil es so super hält. Es ist unglaublich. Die Ranunkel sind traumhaft schön, aber wenn die frei schweben, davon hatte ich es ja auch in einem anderen Video über die Blumenanschneiden für Einsteiger, da blende ich nochmal den Videolink ein. Da habe ich gezeigt, wie man das am besten macht. Und da kannst du es nochmal ganz genau angucken, wie man die Ranunkel fachgerecht und so, dass die super halten, wie man die am besten anschneidet. Hier ist eine Bartnelke in Weiß-Pink. Und ich würde auch mittig ruhig nochmal eine Tulpe ein bisschen länger lassen. Jetzt muss ich natürlich immer gucken, dass ich schön meine Röhrchen treffe. Das ist sonst schlecht. Aber das merkt man schnell, weil die Tulpe, ja, das ist ein bisschen zu wenig. Ah, genau, die stand nicht drin. Das war die Ursache. Ich habe jetzt die Blumen. Ich habe jetzt die Blumen eingefügt. Ich habe auch Grün verwendet. Man muss dann irgendwann ein bisschen suchen nach freien Röhrchen. Deswegen war es auch gut, auf jeden Fall schon mal 7 Röhrchen zu nehmen und nicht weniger. Also man braucht doch genügend Platz, und man kann jetzt noch mit ein bisschen Moos einfach nur dazwischen legen. Und vor allem, man braucht überhaupt nicht viel, weil die Tillandsie füllt so schön, und man hat auf diese Art und Weise eine ganz tolle, haltbare Basis gestaltet. Das ist total leicht, ist wunderschön. Ich finde, es kann noch einen kleinen Farbplex vertragen. Richtung Ostern kann man auch noch ein paar Wachteleier drauf machen. Aber diese Basis mit diesen Röhrchen, die ist unglaublich haltbar. Und der Farbklecks, den gebe ich dem Ganzen auch noch mit einem kleinen Bändchen. Und das ist jetzt egal, also frei nach Wahl, ob das jetzt gelb oder orange oder pink. Ich habe jetzt mal pink gewählt. Kann man einfach noch mal so ein kleines Bändchen drumherum machen und mit einer Schleife oder mit einem Knoten fixieren. Ja, und schon hat man ein wunderschönes, haltbares Sushi, indem die Blüten nur durch diese Röhrchen Wasserversorgung bekommen.
Es gibt noch eine andere Variante von Sushi. Die habe ich auch schon gezeigt in einem Video. Ein Blumensushi, mit der, wo die Steckmasse eingeweicht ist und wo die Blumen in die Steckmasse gesteckt werden. Aber das ist halt jetzt so eine Variante, wo ich sage, man muss nicht immer die Basis frisch machen. Die kann man auch länger behalten. Ist auch eine ganz tolle Idee zum Schenken. Ja. Ich hoffe, mein Video hat dir heute gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich habe auch über die freien Tage zwischen den Jahren genutzt. Und ich habe meine ganzen Playlisten ganz toll sortiert. Das war also viel Arbeit. Und habe das richtig schön in Kapitel unterteilt. Und man findet für Einsteiger, für Frühjahr, Sommer, Herbst ganz viele Arbeiten. Das ist jetzt eine Arbeit, die kann man eigentlich das ganze Jahr machen. Wichtig ist, stimmt, es kommen immer so ein paar Details am Schluss noch vom Video auch, also man sollte wirklich bis zum Schluss gucken. Wichtig ist, dass man Blüten nimmt, die auch mit einem niedrigen Wasserstand gut auskommen. Das sind in dem Fall die Tulpen, Ranunkel, Nelken, die schaffen das. Rosen zum Beispiel sind nicht so geeignet, weil Rosen wollen gern viel Wasser und eine gute Wasserversorgung und denen ist das Wasser in dem Röhrchen zu wenig. Also davon würde ich abraten und ich glaube, das wird nicht gut klappen. Ja, aber jetzt bleibt mir nur, dir viel Erfolg zu wünschen, viel Spaß beim Nachmachen. Ich gebe wieder ein paar Links für Sachen, die man braucht, in die Beschreibung. Bestelllinks für Steckmasse, Orchideenröhrchen und das passende Werkzeug, mit dem man es gut machen kann, wie immer. Und ich freue mich, wenn du mich abonnierst. Bis bald, deine Margit. Tschüss!